Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid heute am Dienstag, den 29. November. Wie immer haben wir für euch 3 Streaming-Tipps mitgebracht. Los geht's mit einem Film über einen kontroversen Fußballstar. Toni Kroos, Sebastian Schweinsteiger und Cristiano Ronaldo, sie alle haben eigene Filme bzw. Dokumentationen, die das Leben und die Karriere dieser Fußballer zeigen. Beim schwedischen Fußballer Zlatan Ibrahimovic ist das ein bisschen anders. Der Film I Am Zlatan zeigt sein Leben, ist aber keine Doku, sondern eben ein Spielfilm. Gibt's nichts zu essen? Nein. Zlatan Ibrahimovic. 25 Spiele, 5 Tore. Mit 20 Toren könnte sogar meine Mutter meine Agentin sein. Zlatan, wenn du mich nicht respektieren willst, dann solltest du zumindest dein Team respektieren. Wäre gut, wenn du auch mal den Ball zupassen würdest. Wem, dir oder was? Wir stehen alle Türen offen, um erfolgreich zu werden. Du musst dich verdammt nochmal zusammenreißen. Ibrahimovic ist in einem armen Viertel in Malmö aufgewachsen. Seine Einwandererfamilie hatte oft nicht einmal genug Geld für Essen. Doch das hat ihn nicht daran gehindert, eine Karriere als Profifußballer zu verfolgen. Der Film basiert auf Ibrahimovics gleichnamiger Autobiografie. Ihr könnt I Am Zlatan jetzt bei Prime Video streamen. Nach dem Streaming-Trend von Filmen über Fußballstars kommen wir zum nächsten großen Streaming-Trend, True-Crime-Dokus. Die Doku-Reihe Ermordet – Tatort zeigt verschiedene Tatorte und beleuchtet die Straftaten, die dort begangen wurden. In der 3. Staffel geht es um einen Ort in Texas, der heute als Killing Fields bekannt ist. In den 80er Jahren wurden dort Leichen von 3 jungen Frauen gefunden. Eine weitere Leiche wurde im Jahr 1991 gefunden. Wer die Morde begangen hat, ist bis heute ungeklärt. Ein paar Kinder sind ihr Fahrrad gefahren und haben was Unangenehmes gerochen. Sie sind dorthin gegangen und fanden ein Mädchen. Den Tag, als meine Tochter verschwand, vergesse ich niemals. Sie war nicht die erste junge Frau, die in der Gegend verschwunden war. Viele waren außer sich. Wie war es möglich, dass man ihren Mörder nicht stellen kann? Ich will, dass er bestraft wird. In der Doku geht es weniger um die Tat an sich als um die Angehörigen der Opfer. Unter anderem wird Tim Miller begleitet, einer der Hinterbliebenen einer Ermordeten. Er versucht mit einer selbst gegründeten Organisation, die anderen Familien vor Ort zu unterstützen. Ihr könnt die 3-teilige Serie Ermordet – Tatort Texas Killing Fields jetzt auf Netflix gucken. Der Plot von Incarnate klingt wie ein Horrorfilm, aber eigentlich handelt es sich eher um ein Drama. Es geht um den Wissenschaftler Dr. Seth Ember. Er hat die Fähigkeit, Menschen von bösartigen Dämonen zu befreien. Es klingt so, als wäre er ein Exorzist, aber Dr. Ember benutzt keine Rituale, sondern Wissenschaft, um die Dämonen zu bekämpfen. Dazu muss er allerdings in das Unterbewusstsein seiner Klienten tauchen. Ein Prozess, der auch an ihm nicht spurlos vorbeigeht. Ich entferne sie von innen heraus. Wachen Sie auf, Kumpel. Stimmt was nicht, Henry? Dieses Wesen ist stark. Das Stärkste, das mir je begegnet ist. Was ist, wenn dieses Wesen das Kind satt hat und sich entschließt zu springen? Der Junge stirbt. Cameron, das ist ein Trugbild. Oh mein Gott. Dr. Ember erhält eines Tages einen besonderen Auftrag. Er soll dem 11-jährigen Cameron seine Dämonen austreiben. Ein Fall, der ihn an seine persönlichen Grenzen bringt. Denn in Camerons Unterbewusstsein trifft er auf einen Dämon, der für den Tod von Embers Frau und Sohn verantwortlich ist. Das Horrordrama Incarnate findet ihr jetzt bei Freevee. Damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Morgen hört ihr uns aber wieder mit 3 neuen Tipps. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann folgt doch gerne Was läuft heute in eurer Podcast-App. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ihr findet uns zum Beispiel bei Apple Podcasts, Deezer und Amazon Music. Die Tipps heute hat Jonas Nikolik rausgesucht und Florian Drexler hat die Folge produziert. Mein Name ist Anja Bolle. Ich sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.